Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie die Leute hier in der Gegend so drauf sind, sollten Sie nicht sowieso zu Ihnen gehören, dann müssen Sie sich natürlich, da habe ich schon darauf hingewiesen, intensiv mit meiner Oma beschäftigen. Meine Oma steht für mich stellvertretend für die Leute hier im Ruhrgebiet, speziell einer bestimmten Generation. Meine Oma hat ja viel mitgemacht, ne? Also den Zweiten Weltkrieg erlebt, meinen Opa überlebt. Und ich habe Oma dann auch mal gefragt, was denn schlimmer gewesen wäre. Und Oma sagte, naja, mit deinem Opa hat länger gedauert. Aber meine Oma haut auch ständig so Dinger raus, die wir Komiker One-Liner nennen, also so Einsatzwitze. Zum Beispiel saßen wir mal vor ein paar Jahren anlässlich meines Geburtstages auf dem Balkon meiner damaligen Wohnung und irgendeiner sagte so morgens um 3:30 zu meiner Oma, wie ist das, wie die Oma wieder einen Kerl anlachen geht, wo der Willi auch schon 5 Jahre unterm Dorf ist? Und meine Oma mit der Lord Extra im Anschlag schob ihre Brille den schweißnassen Nasenrücken nach oben und sagte, ich brauche keinen Mann mehr für die Wohnung. Aber es gibt eine Geschichte. Es gibt eine Geschichte, die bringt wirklich voll und ganz auf den Punkt, wie Oma drauf ist. Und sie hat nicht so gerne, wenn ich die erzähle, weil sie sich in dieser Geschichte leicht am Rande der Legalität bewegt hat. Aber ich glaube kaum, dass sie noch mit Verfolgung heute zu rechnen hat. Meine Oma, die Geschichte fing sehr hässlich an, hat aber dann, wie ich finde, ein ganz nettes Ende. Meine Oma ist mal vor ihrer Haustür überfallen worden. Wohnte auf dem Gelände der ehemaligen Bofabrik an der Windmühlenstraße, hatte für meinen Opa, der damals noch lebte, in der Geschichte dann aber keine Hilfe war, eine Tasche voller Exportbier an der Bude gekauft. Und dann kommt sie zu ihrer Haustür, die so ein bisschen versteckt auf dem Hof liegt, springt ein Typ aus dem Gebüsch, entreißt meiner Oma die Handtasche und stößt sie zu Boden. Die Oma. Das war blöd, weil das ist der hässliche Teil. Da hatte Oma so Schürfwunden im Gesicht. Aber als gute Ruhrgebietsoma hat natürlich meine Oma instinktiv das Bier mit ihrem Körper geschützt. Das war auch nötig, denn als sie nach oben kam, war mein Opa erstmal so nervös, musste erstmal eine Pulle Bier aufmachen. Meine Oma musste selber die Polizei rufen, die auch, hasse nicht gesehen, 20 Minuten später da war. Und dann haben die erstmal mit vorgehaltener Knarre das Gebüsch durchsucht, nach dem Motto, vielleicht ist der Gangster aus Dortmund und doof genug, da sitzen zu bleiben. War er nicht. 22 Minuten nach dem Überfall wird meine Oma gefragt, wie viel Geld denn in der geklauten Handtasche gewesen wäre. Und tatsächlich waren so 80 Mark drin und meine Oma sagte, ja, so 400 Mark waren da drin. Das sag ich, Oma, das war aber cool, der Staatsmacht so kurz nach so einem Überfall so krumm zu kommen. Ach, sagt Oma, die finden ihn ja sowieso nicht und wenn, dann steht mein Wort gegen seins. Das Beste war, dass meine Oma die 400 Mark von der Versicherung wiederbekommen hat. Jetzt kann man sagen, sie hat die Versicherung um 320 Mark beschissen. Tatsächlich ist es aber so, beziehungsweise sie hat die Versicherung natürlich um 400 Mark beschissen, hat aber 320 Mark Gewinn gemacht. Die hat sich aber natürlich redlich verdient. Das war quasi Schmerzensgeld, nicht nur für das kaputte Gesicht, sondern auch für die Tatsache, dass sie jetzt 2 Wochen lang das Haus nicht verlassen konnte. Also 2 Wochen lang in der Wohnung mit meinem Opa quasi eingesperrt war. Sie hätte natürlich theoretisch rausgehen können, aber hat mir damals gesagt, ich kann da so nicht auf die Straße gehen. Die Leute glauben doch, dein Opa hätte mich vermöbelt. Aber da hat sie sich auch nicht so sehr Sorgen um den Ruf meines Opas gemacht, sondern vielmehr darum, die Leute könnten glauben, sie würde sich da gefallen lassen. Ich glaube, wenn meine Oma damals auf die Straße gegangen wäre, hätte sie immer gerufen, sie sollten den anderen sehen, sie sollten den anderen sehen.